Herzlich willkommen, ihr lieben Jungfrauen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Kings and Queens Tarot zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den März 2024. Wie immer werde ich hier in der allgemeinen Tarotlegung die Themenfelder Beziehung und auch Beruf ansprechen. Wie immer können Beziehungen romantischer Natur sein, es können familiäre Beziehungen sein, es können auch freundschaftliche Beziehungen sein oder auch Verbindungen im beruflichen Kontext. Vielleicht zeigt sich für dich auch ein ganz anderes Thema. Das ein oder andere darfst du natürlich hier auch so ein bisschen für dich ganz persönlich übersetzen. Solltest du das Gefühl haben, dass die Legung nicht mit dir schwingt, schau dir gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und generell solltest du auch aus diesen allgemeinen Legungen immer nur das mitnehmen, wo du wirklich auch das Gefühl hast, dass es mit dir schwingt. Wenn du ganz konkrete Fragen hast, dann findest du hier auch unter dem Video in der Videobeschreibung den Link zu meiner Webseite und darüber kannst du mich natürlich auch sehr gerne direkt kontaktieren. Und zum Abschluss noch, wie immer, sind auch Königin, Könige, der Herrscher und die Herrscherin hier geschlechterunabhängig und können andere Personen anzeigen, aber auch deine eigenen Energien widerspiegeln. Und damit legen wir jetzt aber auch los mit dieser Legung. Jungfrauen, für euch scheint der März ein Forschermonat zu werden. Die Themenkarte, die sich für euch gezeigt hat, ist der Bube der Schwerter. Das ist ja auch die Spionkarte. Ja, es ist eine Karte, die mit Informationen, auch Informationssuche, auch mit Kommunikation zu tun hat. Und ich denke, das hängt hier ganz, ganz stark mit diesem Ast der Münzen zusammen, dass er auf der Basisposition sich zeigt. Ja, also die Basis, aus der heraus sich diese Thematik nun entwickelt. Und der Bube der Schwerter, der möchte so ein bisschen in die Tiefe gehen, hinter die Kulissen schauen. Und das Ast der Münzen zeigt eben an, dass hier irgendwie ein Angebot für euch im Raum steht. Ja, das kann natürlich sehr unterschiedlicher Natur sein. Vielleicht dreht es sich für dich um ein berufliches Angebot. Hier könnte ein freundschaftliches Angebot im Raum stehen. Auch alles, was mit Gesundheit, mit Körperlichkeit zu tun hat. Ja, neue Ernährungsweisen oder auch ein neues Wohnumfeld. All das fällt Ihnen unter die Münzenergie. Und mir scheint, dieses Angebot, das steht schon im Raum. Diese Möglichkeit, diese Chance steht im Raum. Vielleicht sind es auch eigene Ideen, die du hast. Und jetzt im März scheinst du hier wirklich ein bisschen tiefer in diese Materie eintauchen zu können, auch zu wollen, nachzuforschen. Ja, ist das wirklich für mich eine realistische Chance? Ist das wirklich was, wo ich mich in Zukunft mit beschäftigen möchte? Oder ja, sind das hier Angebote, die für mich wirklich Sinn machen? Das ja, Forschen, das kann natürlich über unterschiedliche Wege hier zustande kommen. Kommunikation hat ja auch schon angesprochen, könnte ja auch ganz, ganz wichtig sein, dass du dich mit bestimmten Menschen hier austauschst. Und wie immer lege ich auch mal noch die Klärungskarten dazu. Die geben immer noch mal auch so ein bisschen genauere Hinweise. Okay, aha, spannend. Also die Kraftkarte und die Karte, die Liebenden. Ja, mir scheint, da ist einiges an Neugier, an Begeisterung auch mit dabei. Gerade die Kraftkarte, ja, ist ja eine Löwekarte, also eine Feuerenergie. Da ist irgendwie eine Leidenschaft, ein Interesse geweckt, würde ich mal sagen. Die kann manchmal auch noch so ein bisschen mit Zweifeln, mit Ängsten zu tun haben. Also es könnte durchaus sein, dass du hier mit dieser Information oder mit diesem kommunikativen Austausch eben dafür auch sorgst, ja, dass du hier vielleicht eigene Zweifel, Unsicherheiten aus dem Weg räumen kannst. Und das kann dann eben auch dementsprechend dazu führen, dass es dir dann im März eben auch gelingen kann, hier eine Herzentscheidung vielleicht zu treffen, zu Veränderungen, zu Bewegungen. Vielleicht noch ein Aspekt zu diesem Ast der Münzen, weil gerade dieses Ass auch für eine erneute Chance oder eben auch eine zweite Chance stehen kann. Und das könnte durchaus sein, wir haben ja hier diese beiden Neunerkarten, dass hier also ein Angebot kommt aus einer Richtung von einer Partei, mit der du vielleicht vorher schon mal zu tun hattest, da vielleicht auch eher so ein bisschen negative Erfahrungen gemacht hast und gerade deswegen auch hier nochmal besonderen Wert darauf legst, zu gucken, ist das denn jetzt wahrhaftig, hat das alles Hand und Fuß,
Möchte ich hier wirklich jemandem vielleicht eine erneute Chance einräumen oder habe ich hier in einer bestimmten Situation tatsächlich eine erneute Chance? Ja, also ich denke, das sind hier mal die Hauptthematiken. Dann schauen wir eben auch gleich mal auf dieses Ass der Münzen. Hat ja jetzt schon einiges dazu gesagt. Von daher lege ich auch gleich einfach mal Klärungskarten dazu. Okay, die Sonne. Ah, spannend. Also für den einen oder anderen, es gibt natürlich nicht für alle, aber für den einen oder anderen könnte hier ein Kinderthema eine Rolle spielen, vielleicht eben auch ein Kinderwunsch eine Rolle spielen, weil hier diese Kartenkombination Ass der Münzen und die Sonne durchaus damit zu tun haben kann. Wie gesagt, das gilt sicherlich nicht für alle. Ansonsten ist die Sonnenkarte ja, für gewöhnlich eher eine optimistische Energie, eine freudvolle Energie, auch so ein bisschen experimentell ausprobieren. Ne? Wir haben hier auch nochmal eine Löwekarte, also auch da kann so ein bisschen Begeisterung mit im Spiel sein, auch eine gewisse Leidenschaft mit im Spiel sein. Aber irgendwie hast du vielleicht das Gefühl, dass das Ganze zu schön ist, um wahr zu sein, ne? Weil wir haben hier zweimal Löwekarten mit der 6 der Stelle. Dann auch noch Jupiter im Löwen und Jupiter ist ja dann auch noch der Verstärker. Also mir scheint das, was hier im Hintergrund steht, ja, das ist was, wo du fast nicht fassen kannst, dass das für dich möglich ist oder dass dir das wirklich zur Verfügung stehen könnte. Daraus könnte sich eben dieses Misstrauen auch ergeben haben, ja, oder vielleicht hast du, wie gesagt, auch mit einer Situation zu tun, wo du vorher dir schon mal so ein bisschen die Finger verbrannt hast und jetzt wirklich sicher gehen möchtest, dass du dir hier ja dich nicht blenden lässt oder dass jemand dich versucht zu blenden, ne? Das kann auch manchmal so ein bisschen in eine manipulative Richtung gehen. Da rückversicherst du dich, denke ich, im März nochmal und klopfst das Ganze wirklich auf Herz und Nieren ab. Ja, auf der Position des Umfeldes haben wir dann die 9 der Stäbe. Dieses Feld oder diese Position, die beschreibt eben das Wechselspiel zwischen dir und einer anderen Person oder auch anderen Personen, vielleicht auch einer Personengruppe. Ja, wie reagierst du auf das Außen sozusagen oder wie reagiert das Außen vielleicht eben auch auf dich? Und ich denke, es ist allerdings eher dein ein bisschen skeptischer Blick, den wir hier sehen auf der 9 der Stäbe. Das ist schon eine Karte, die mit Skepsis, Misstrauen eben auch manchmal zu tun haben kann. Es ist ein sehr, sehr analytischer Blick, auch meistens ein analytischer Blick eben in die Vergangenheit. Und ja, so gut wie immer weist diese Karte dann schon auch darauf hin, dass da in der Vergangenheit irgendwas nicht so richtig gelaufen ist. Das muss nicht zwingend mit der aktuellen Person zu tun haben, die hier vielleicht ja in diese Situation involviert ist. Ja, vielleicht hast du aber in ähnlichen Themenfeldern schon mal negative Erfahrungen gemacht und daraus hat sich eben hier so ein bisschen diese Skepsis ergeben oder wie gesagt, das Ganze kommt ja irgendwie zu schön vor, um wahr zu sein und deswegen kommt hier auch nochmal dieser prüfende Blick, ja. Okay, 6 der Münzen. Was ja die Karte der Unbalance ist, also der manchmal des Ausgleiches, manchmal aber eben auch Unbalance, die damit angezeigt wird. Okay. Wir haben wieder wilde Karten heute. Die 8 der Stäbe ist auch noch die Hochenergiekarte. Ja, 3 der Münzen hat sich auch noch dazu gezeigt. Ja, also diese 6 der Münzen könnte eben auch nochmal darauf hindeuten, ja, dass du hier vielleicht mit dieser Person oder in ähnlichen Umständen das Gefühl hattest, ein bisschen übervorteilt worden zu sein, ja, dass du dich viel stärker engagiert hast in ein Projekt oder in eine Beziehung, in eine Freundschaft, wie auch immer. Und deswegen hier jetzt sehr, sehr vorsichtig bist, ne, ob das hier ein Angebot ist, das dann auch tatsächlich irgendwie als gemeinsames Projekt, als Teamarbeit umgesetzt wird, ja, oder einem Teamgeist umgesetzt wird, weil du wahrscheinlich hier keine Lust hast, wieder hängen gelassen zu werden oder ja, dass du diejenige, derjenige bist, der hier Geld, Zeit, Energie, Emotionen, wie auch immer eben investierst, ja.
Ich sehe aber hier trotzdem auch eine Offenheit. Ja, die Drei der Münzen ist ja auch die Karte des stabilen Fundamentes, des neuen Fundamentes. Auch diese Karte eine absolute Teamgeistkarte. Ja, also hier arbeiten alle sozusagen an einem Projekt, ziehen an einem Strang. Und ich denke, da bist du schon aufgeschlossen, ja. Vor allem, denke ich, siehst du schon auch ziemlich viel Potenzial in dem, was auch immer hier im Hintergrund steht mit diesem Ast der Münzen, weil die Acht der Stäbe auch eine Karte, ja, schon eine Karte ist, die mit Erfolg zu tun haben kann, mit erfolgreicher Weiterentwicklung, mit Expansion zu tun haben kann. Und ich denke, das ist doch auch was, was dich hier sehr neugierig macht. Dich vielleicht auch so ein bisschen zum Träumen anregt, ja. In der niederen Schwingungsebene kann die Acht der Stäbe natürlich schon auch damit zu tun haben, dass ganz viele Ideen im Raum stehen und die landen nicht so wirklich. Und wenn auch das zu deiner negativen Erfahrung in der Vergangenheit gehört hat, ja, dass immer viel geredet worden ist, viel heiße Luft, aber nicht wirklich was umgesetzt worden ist, auch das könnte hier so ein bisschen natürlich dann zur Zurückhaltung führen. Aber wie gesagt, ich denke, das ist schon was, was dich sehr begeistert, was dich sehr begeistert, mit dem du dich sehr verbunden fühlst und wo du eigentlich wahrscheinlich schon auch die Hoffnung hegst, ja, dass ich hier was umsetzen lassen würde, vielleicht auch jetzt noch mal eine neue Chance da ist, um was umzusetzen, was zuvor vielleicht nicht weitergelaufen ist oder gescheitert ist. Ich denke, das ist so ein bisschen ein Wechselspiel der Gefühle und ich denke auch, dass du da sehr, sehr gut dran tust. Dich nicht so sehr weder in die eine, in die ablehnende Haltung zu radikal zu verbarrikadieren und auch nicht blindlings dich da in irgendwas reinziehen zu lassen, sondern das Ganze gut abzuwägen, alle notwendigen Informationen ranzuziehen und natürlich auch in bereichernden Austausch hier, in klärenden Austausch eben vielleicht auch zu kommen. Ja, auf der Herausforderungsposition, da hat sich der König der Münzen gezeigt. Ich würde mal sagen, der kann sowohl die eigene Energie anzeigen, als auch möglicherweise die Energie von einer äußeren Partei. Vielleicht in dem Sinne, dass du ein bisschen befürchtest, dass gerade wenn es sich hier um eine erneute, um eine wiederkehrende Chance handelt, dass du vielleicht zu sehr befürchtest, dass diese Person sich nicht grundsätzlich vielleicht geändert hat, dass ja diese Versprechen jetzt trotzdem auch sich nicht wirklich umsetzen lassen, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jemand im Raum oder dass du mit jemandem zu tun hast, der so ein bisschen darauf pocht, nee, es ist jetzt alles ganz anders, ich habe mich verändert oder wie auch immer, ich habe mich weiterentwickelt und du da auch dich nicht einfach nur von schönen Worten einwickeln lassen möchtest, sondern ich denke, da brauchst du schon auch ein bisschen mehr handfeste Beweise oder ja, dass da wirklich eine Handlung dann auch stattfindet, die Worte als wahrhaftig und schmauern. Ich hatte ja auch angesprochen, vielleicht ist es auch ein bisschen die eigene Energie, ja, dass man selber auch nicht zu sehr in alten Haltungen verhaftet bleibt, ja, sondern sich wirklich traut, hier auch in diese Weiterbewegung zu gehen, in die Weiterentwicklung zu gehen. Der König der Münzen ist eben auch der konservierende König, der tut sich eben immer so ein bisschen schwer auch mit Veränderungsprozessen, ja, er steht für alle Erdzeichen, auch natürlich für die Jungfrauen. Und wie gesagt, aber daraus könnte sich eben auch nochmal ergeben, dass du wirklich das Ganze total auf den Prüfstand stellst, weil wenn du sagst, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt eine Chance und ich lasse mich auch selber vielleicht auf eine Weiterentwicklung ein, dann muss das Ganze aber auch sehr stabil einfach sein. Okay, aha. Ja, wir haben den Gehängten, die Drei der Stäbe und den Bube der Schwerter hier dann auch gleich nochmal. Der Gehängte ist ganz spannend, weil wir haben hier zwei Karten, die mit Blockadeenergie zu tun haben. Und zwar beide allerdings haben auch zu tun mit diesen ja, Verzögerungen oder Blockadeenergien, die von äußeren Umständen ausgelöst sind, ja, also Dinge, die ich auch nicht so wirklich beeinflussen kann.
Ich denke, der Gehängte, der hat möglicherweise ein bisschen mehr damit zu tun, dass du vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt auch tatsächlich mal das Gefühl hattest, hängen gelassen worden zu sein. Ja. Also wie gesagt, negative Erfahrungen können hier durchaus im Raum stehen und ja, das Ganze eben auch so ein bisschen zögerlich gestalten. Und diese drei der Stäbe. Auch die kann darauf hinweisen, dass was zwar eine ganz gute Entwicklung nimmt, auch Potenzial hat, aber auch hier können eben äußere Umstände zumindest mal zu Verzögerungen führen. Ja? Der Unterschied hier ist so ein bisschen mehr, meistens ja, spielt bei dem Gehängten im äußeren Umstand dann auch eine Person oder eine Personengruppe eine Rolle, ja, mit der man sich nicht wirklich verständigen kann, mit der man keine Kompromisse irgendwie schließen kann. Ja, also da gibt es keine wirkliche gemeinsame Basis. Während das bei der drei der Stäbe ein bisschen weiter gespannt ist, da können alle möglichen Gründe dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht wirklich vorankommen oder nur sehr langsam vorankommen. Ja, also dann hat keiner so wirklich Einfluss auf diesen Prozess. Ja, wie gesagt, das kann ein Unwetter zum Beispiel sein und dann kommt ein Treffen nicht zustande. Ja, also das ist da schon so ein bisschen ein Unterschied. Und für dich, also es könnte wie gesagt sein, dass hier so neue Kommunikation aufkommt über eine alte Situation, die jetzt nach einer neuen Chance verlangt. Und für dich ist vielleicht so ein bisschen der Schwerpunkt rauszufinden, wieso hat das im Vorfeld nicht geklappt? Hat das im Vorfeld nicht geklappt, weil jemand ja, mir bewusst Steine in den Weg gelegt hat, ja, mich bewusst, wie gesagt, hat hängen lassen? Oder waren tatsächlich andere Umstände hier mit im Spiel, die dafür gesorgt haben, dass die Dinge nicht so richtig vorangingen und ich hier vielleicht auch jemanden ein bisschen zu Unrecht, vielleicht zu harsch verurteilt habe? Ja, also in so eine Richtung könnte das für einige tatsächlich gehen, ja. Ja, also auch die drei der Stäbe kann ja eine Karte der Gemeinsamkeit sein, auch hier noch mal gemeinsame Planungen, vielleicht eher auf bestimmte Ziele, auf bestimmte Projekte hin. Ja, würde ich mal so stehen lassen, außer für das Themenfeld romantische Beziehung. Da würde ich allerdings vielleicht auch, naja gut, für manche sind es neue Begegnungen, für andere geht es hier vielleicht um Beziehungen, die irgendwie Schwierigkeiten haben und wo jetzt ein Versuch unternommen wird, das nochmal irgendwie zusammenzubringen. Ja, weil die drei der Stäbe ist schon da auch eine Karte, übrigens die drei der Münzen dann auch, kann dann schon eine Karte sein, die mit Dreiecksverbindungen oder Affären, Liebeleien irgendwie zu tun hat. Der König der Münzen ist ja auch eine Karte, die mit festen Beziehungen zu tun haben kann. Ja, also das will ich hier nicht ganz ausschließen, dass es für einige um so eine Situation geht, wo entweder jemand festgebunden war und Versprechen im Raum standen, ich werde mich trennen und dann können wir auch zusammenkommen oder umgekehrt. Ja, also irgendwie misstraust du diesem Ganzen hier aber immer noch so ein bisschen. Ja, okay, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja. Also auf der Chancenposition zeigt sich die 9 der Schwerter, was ja die Kopfschmerzkarte ist. Und ich denke, diese Kopfschmerzen, die Sorgen, Ängste, Zweifel, Reue, Scham, Schuld und was auch immer, ja, immer wieder als Gefühls- und Gedankencocktail einen um den Schlaf bringt in einer negativen Art und Weise. Ich denke, das
ist eigentlich schon viel älter, ist also keine aktuelle Energie ist, sondern die Chance, die darin liegt, scheint mir eher darin zu liegen, dass genau das aufhört, ja, dass du also rauskommst aus diesen negativen Gedanken, aus den negativen Gefühlen, nur dass hier nochmal einiges geklärt werden kann, was vielleicht so, ja, als Vermutung im Raum stand, viel Unausgesprochenes, was da irgendwie im Raum stand, vielleicht gegenseitige Vorwürfe, Schuldzuweisung und was auch immer, ne? Also, dass hier wirklich eine Riesenchance sich eigentlich auftut, einiges hier nochmal in die Klarheit zu bringen und wie gesagt, dadurch dieses Potenzial, das wahrscheinlich auch sehr vielversprechend mal angefangen hat, wirklich auch ja, sich ausformen kann und dass diese ganzen Belastungen hier aufgeräumt werden können und man tatsächlich ja nochmal einen Neustart hier eingehen kann. Da würde ich mal sagen, stehen die Chancen gar nicht so schlecht. Naja, also hier haben wir den Mond und wir haben die 9 der Kelche. Ja, beide Karten können mit Illusionen zu tun haben, mit Dingen, die man nicht so richtig klar sehen kann, mit Geheimnissen, mit Vermutungen, in die man sich dann aber vielleicht eben auch reinsteigert, weil man keine klare Information hat. Ja, und ich würde mal sagen, dieser Bube der Schwerter, der sich jetzt zweimal gezeigt hat in dieser Legung, das ist sozusagen das beste Gegenmittel gegen diese Unsicherheiten, dieses Ungreifbare, dieses nur sich zwar vielleicht gedanklich irgendwas auszumalen oder sich auch gerade in Negativität reinzusteigern, das auszumerzen, ne, und wirklich mit ganz konkreten Fakten, Informationen arbeiten zu können und dadurch auch nochmal eine andere Perspektive hier einnehmen zu können, weil die 9 der Kelche auf der hohen Schwingungsebene, ja, also die niedere Schwingungsebene ist eben eher so ein bisschen dieses nebulöse, fantastische, manchmal auch manipulative, aber auf der hohen Schwingungsebene ist es eben auch die Wunscherfüllungskarte. Und mir scheint, dass du siehst, dass das, was sich vielleicht mal als Traum angekündigt hat, irgendwann dazwischen zum Albtraum entwickelt hat, jetzt wieder die Chance hat, tatsächlich wieder dieser Traum zu werden, der dich von Anfang an hier wahrscheinlich begeistert hat. Also sehr, sehr spannende Entwicklung hier. Und es ist sehr interessant, weil der März, ich habe jetzt schon ja, einige der Monatslegungen gemacht, der hat wirklich eine ganz eigenartige Energie. Und es ist wirklich diese so ein bisschen Achterbahn der Gefühle, die hier sehr, sehr stark zum Vorschein treten. Und es gibt immer wieder diese unerwarteten Wendungen. Und ja, der ist wirklich, der hat ein bisschen eine eigenartige, ungewöhnliche Energie. Ich bin auch sehr gespannt auf diesen März. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter, wo die Entwicklung hingeht. Da hat sich der König der Kelche gezeigt. Ich würde mal sagen, der könnte hier durchaus für Versöhnung stehen. Ja, es ist ja auch die Karte der Freundschaft, auch durchaus die Karte der Liebe oder eine Karte der Liebe. Also es könnte schon mit Versöhnung oder auf Versöhnung hinweisen, dass sich hier die Bogen auch wieder kletten. Ja, dass das zusammenfindet, was hier mal einen schönen Start hatte. Ja, und aus irgendwelchen Gründen hier ganz schön in einen Wirbelwind geraten ist. Okay. Ja, 5 der Kelche. 5 der Münzen und 7 der Kelche. Ist ein bisschen ambivalent, ja, kann ich nicht anders formulieren. Also das ist nicht der gleiche Verlauf für alle, die hier zuhören. Ja, für manche ist dann das Ende endgültig. Ja, ich denke, da ist die Prüfung eher in die Richtung, dass ihr dem Ganzen eine Absage gebt, ja, das Vertrauen nicht mehr zustande kommt, ja. Ihr das Risiko vielleicht also auch nicht eingehen wollt, euch nochmal hier in diesen Nebel führen zu lassen. Bei anderen würde ich mal sagen, es ist umgekehrt. Ja, es ist hier wirklich 50-50, dass man hier das Gefühl hat, rauszukommen aus einer schwierigen Energie und wie gesagt, hier vielleicht dann auch klarer sehen kann, wo vorher Nebel waren. Aber ich kann hier keine eindeutige Antwort geben. Und das ist sicherlich eben ja auch abhängig vom
Einzelfall, ja, was konkret sozusagen hier im Hintergrund steht. Ja, vertraut da auch ja, dem Herzen und für die einen ist das eine das Richtige und für die anderen ist das andere das Richtige. Ja, und das sagt, dass die Hinweiskarte, die Seelenbotschaft, Solarplexus Chakra, was die Karte der Freude oder auch das Chakra ist, das Chakra der Freude, das greift hier auch nochmal die Sonnenenergie und auch die Kraftenergie auf. Spür in dich rein, ja, und lass dich hier von diesen Freudmomenten vielleicht eben auch führen. Ist die Begeisterung noch da? Ist die Information, die jetzt hier vielleicht noch zu dir kommt, Gespräche, die stattfinden, sind die dazu geeignet, dieses Feuer, das du zu einem früheren Zeitpunkt mal verspürt hast, die Leidenschaft, die du zu einem früheren Zeitpunkt mal verspürt hast, ja? Hat das die Kraft, das nochmal aufleben zu lassen? Oder sagst du, ich habe den Frieden damit geschlossen, ich bin zufrieden mit mir, mit den Umständen, so wie sie jetzt sind. Ja, und ich denke, das könnte ja auch nochmal ein ganz gutes Hilfsmittel sein, um auch gewisse Entscheidungen in diesem Zusammenhang zu treffen. Ja, aber wie schon erwähnt, der März, der hat echt ein bisschen, ich kann das gar nicht so ganz greifen oder formulieren, aber es sind schon ein bisschen ungewöhnliche Energien. Naja, wir werden sehen, was er bringt. Ich wünsche euch von dieser Stelle alles Liebe. Ich bedanke mich, dass ihr hier mit dabei wart und ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.